Adrion von Ascalan und seine Gefährten haben ihren zweiten Tag in Torval hinter sich gebracht. Es dämmert und sie stehen vor der Herberge Vier Winde. Jawohl, geht rein. So. Ah, Kundschaft. Tönt es euch bereits entgegen, als ihr eintretet. Die Herberge wirkt geschmackvoll eingerichtet und sauber. Aus einer kleinen Küche strömt der Geruch von frischem Essen, das für die Gäste zubereitet wird. Bei mir gibt es Zimmer für jeden Geschmack und jeden Geldbeutel und ein Abendmahl obendrauf. Das hört man an. Wir sind schon hundemüde. Wir wollen den Schlafsaal für uns alleine und eure Tochter darin nackt und willig, wenn ich bitten darf. Nein, wir bleiben höflich. Das hört man gern. Wir sind schon hundemüde. Und jetzt würde ich doch mal ein Einzelzimmer den Helden gönnen, damit Dorun seine Astralpunkte besser regeneriert. Ich glaube, das hat einen Einfluss darauf. Und dann will Adrion ja auch mal einen Stabzauber versuchen und möchte da ungern das in einem Schlafsaal versuchen, also Einzelzimmer. Und bevor es soweit ist, würde ich ganz gerne mal noch in die Taverne gehen. Wo geht denn das hier? Taverne. Talent anwenden. Wobei, wenn ich jetzt rausgeschmissen werde, das ist doof. Dann erstmal nur reden. Nachdem ihr die Tür hinter euch geschlossen habt, kommt ihr nur noch mit Mühe vorwärts, denn die Taverne ist gerammelt voll. Aus den verschiedensten Ecken vernehmt ihr laute Gesprächsfetzen, Torvaler Trinklieder und das Geräusch aneinanderstoßender Bierkrüge. Es ist ungemütlich heiß, zahlreiche Pfeifen qualmen und die Luft ist zum Schneiden. Der Wirt hat alle Hände voll damit zu tun, die vor der Theke sitzenden und lallenden Gäste zu bedienen. Da es keinen freien Hocker mehr gibt, stellt ihr euch an die Theke. Der Wirt schaut euch fragend an. Ihr seid ja ein bunter Haufen. Was darf's denn sein? Erstmal 7 Bier. Der Wirt füllt ein paar Krüge und stellt das verlangte Bier mit einem fröhlichen Bitteschön vor euch auf die Theke. Danke und Der Wirt, der sich schon zum Gehen abgewandt hatte, hält in seiner Bewegung inne, rülpst herzhaft und kehrt zu euch zurück. Er blickt euch fragend an. Ist noch was? Ja, ihr kennt euch doch hier sicher allerbestens aus, oder? Das wohl. Was wollt ihr denn wissen? Ich kann nicht nach Yadra fragen. Schade. Tja, ich weiß eine ganze Menge. Nur zum Beispiel. Aber ob euch das weiterhilft, weiß ich natürlich nicht. Und er hat gesagt, von Torval aus fährt täglich ein Schiff nach Prem. Oder Prem? Ich weiß es gar nicht so genau. Ich sag mal Prem. Wenn das falsch ausgesprochen ist, bitte einen Hinweis geben. Damit können wir nur wenig anfangen. Naja, lasst mal überlegen. Was gibt es noch an Interessantem? Ach ja, ich glaube, ansonsten ist mein bescheidenes Wissen wenig von Nutzen für euch. Er zuckt mit den Schultern und deutet auf eine Gruppe gröhlender Torvaler. Außerdem werde ich wieder von meinen Stammgästen gebraucht, wie ihr seht. Eilig verschwindet er, um eine üppige Bestellung entgegenzunehmen. Und da hat er auch vom schwarzen Finger und dem Hexer darin gesprochen. Am Nachbartisch wird es etwas lauter. Es scheint so, als würde ein bärtiger Fahrensmann, wie es sich gehört, mit Holzbein und Augenklappe, gerade wüstestes Seemannsgarn von sich geben. Ein Totenschiff, ein Geisterschiff, sag ich euch, von der Bilch bis hoch in die Rahn mit Untoten bemannt. Ich sage euch, das ist der Fluch Efferts. Oder vielleicht auch Marbos, der Tochter Borons, des Totengottes. Ich habe da mal vor Jahren eine Geschichte gehört, dass Marbo in menschlicher Gestalt auf einem Schiff gefahren ist und eine Horde Seeleute über sie herfielen.
Das Schiff soll nie in seinem Bestimmungshafen angekommen sein. Und nur der tumbe Schiffskoch konnte gerettet werden. Ach, was dummes Geschwätz. Wirt, noch 3 Bier. Noch immer geht es in der Kneipe zu wie auf einem Marktplatz. Einige leichte Damen haben sich spendable Zecher angelacht und ihr helles Lachen durchdringt das laute Gröhlen in der Taverne. Ein klassisches Torwalerlied wird angestimmt. Vor Witsand im Jaldingolf, da trank ein Hetman 3 Tag, bis dass er steif wie ein Besenstiel unter dem Decke lag. Wollt ihr... Ich werde mal versuchen, noch etwas zu essen bestellen und damit die zahlreichen Ratten füttern. Ihr bestellt euch eine kräftige Mahlzeit. Der Hausteller, den euch der Wirt empfiehlt, trieft vor Fett. Es schmeckt... recht gut. 4 Winde in Torwal, das kommt auf die Liste der etwas besseren Kaschemmen. Schon taucht der Wirt auf und schaut euch fragend an. Bier? Ich habe gerade ein frisches Fass angeschlagen. Ach, ich kann nur ja sagen, dann ist Adrian wieder besoffen. Hoffentlich nicht, aber ja und eventuell... Der Wirt stellt vor jeden einen gefüllten Krug und blickt etwas unwirsch. Was wollt ihr denn jetzt schon wieder? Ist euch noch was eingefallen? Ein bisschen mehr Wissen wäre nicht schlecht. Gut möglich, aber ich habe jetzt zu tun, meint der Wirt und wendet sich einem von Jagdpech frustrierten Jäger zu, der ebenfalls an der Theke steht. Nach einer Weile habt ihr die Bierkrüge geleert. Ihr wartet und betrachtet fasziniert ein kopulierendes Rattenpärchen im Gebälk. Der Wirt hat offensichtlich mehr als genug damit zu tun, andere Gäste zu bedienen und seiner Schankmaid auf den Allerwertesten zu klopfen. Er schenkt euch keine besondere Beachtung mehr. Noch immer geht es in der Kneipe zu wie auf einem Marktplatz. Einige leichte Damen haben sich spendable Zecher angelacht und ihr helles Lachen durchdringt das laute Gröhlen in der Taverne. Ein klassisches Torwalerlied wird angestimmt. Vor Witsand im Jaldingolf, da trank ein Hetman 3 Tag, bis dass er steif wie ein Besenstiel unter dem Decke lag. Wollt ihr... Na gut, dann die Taverne mal verlassen. Ihr bezahlt euer letztes Bier und geht. Als ihr nach draußen geht, wünscht der Wirt euch noch einen guten Heimweg. Euch kommt eine junge Frau entgegen. Auf dem Gesicht trägt sie den Ausdruck höchster Verzückung und sie streckt ihre Hände in einer Geste des Verlangens nach euch aus. Nach Imion, aha. Als sie euch ins Gesicht sieht, wird sie bleich und stammelt. Ich esse nie wieder Käsetoast. Dann fällt sie in Ohnmacht. Da ist der Käsetoast wieder. Der berühmt-berüchtigte Käsetoast aus der Nordland-Trilogie. Vielleicht kann ich den jetzt auch kaufen, wer weiß. Geht mal wieder rein, ich habe ja hier ein Zimmer bestellt. Wie geht denn das hier aufs Zimmer gehen, genau. So, es ist jetzt 20 Uhr und ein paar zerquetschte. Da kann mal noch einer der nicht besoffenen Magier einen Stabzauber probieren, würde ich mal behaupten. Also, Adrian, du versuchst mal einen Stabzauber. Magier können ihre Zauberstabe während ihrer Rast mit permanenten Zaubern versehen und haben pro Tag nur einen Versuch. Dafür wenden sie einmalig Astralenergie auf, die auch verbraucht wird, wenn der Versuch misslingen sollte. Der erste Stabzauber. Durch diesen Spruch stellt der Magier ein geistiges Band zu seinem Zauberstab her, das es ihm ermöglicht, später weitere Zauber auf den Stab zu legen. Außerdem wird der Stab unzerbrechlich, sodass er nur noch durch mächtige Magie oder extrem heißes Feuer zerstört werden kann. Nicht mehr jedoch durch mechanische Einwirkung oder einfache Zauber. Der erste Stabzauber wird direkt nach dem Erwerb des Zauberstabs durchgeführt, sodass dieser im Spiel bereits enthalten ist. Okay, also den ersten habe ich schon. Was wäre der zweite?
Wenn der Magier diesen Zauber auf seinen Stab gelegt hat, dann kann er diesen nach Belieben und ohne Einsatz von Astralenergie in eine Fackel und wieder zurück verwandeln. Das Feuer dieser Fackel entzündet brennbare Materialien, verzehrt den Stab selbst jedoch nicht. Benötigt keine Luft und erzeugt keinen Rauch. Genau, das ist es, was ich will. Hoffentlich gelingt das. Das Ritual ist gelungen. Auf dem Zauberstab von Adrion liegt jetzt der zweite Stabzauber. Er strahlt auf Wunsch ein magisches Licht aus. Sehr gut, das hilft mir nämlich dann im ersten Dungeon, dass ich da nicht mehr so viel Fackeln mitnehmen muss, wenn überhaupt. So, jetzt ist es spät. Ja, es ist Zeit, schlafen zu gehen und ihr schlaft mal ja wieder 8 Stunden, damit diese Astralenergie sich ein bisschen regeneriert. Also, schlafen. Dorun hat jetzt, sehe ich das hier noch? Nee, Moment mal gerade. Dorun hat jetzt 18 und Adrion hat 17. 8 Stunden schlafen. Dorun hat jetzt 23, also plus 5. Und Adrion hat plus 2. Okay, also die Astralenergie-Regeneration, die ist ein bisschen kritisch, wenn es dann ans Kämpfen geht. Na, mal schauen. Irgendwie wird es schon gehen. Und ihr geht mal bitte raus. Und dann wird hier abermals gespeichert. Und auf dem Weg nach draußen hat Adrion den Herbergsvater noch gefragt: Kennt ihr irgendeine Yatra? Und die Antwort lautete: Na klar, die arbeitet im Magistrat. Und der ist gleich gegenüber. Und damit haben die Helden die Informationen, die sie gesucht haben. Und schauen mal zum Magistrat. Dies ist das Gebäude des Magistrats der Stadt. In der Eingangshalle sitzt eine in landestypische Tracht gekleidete junge Torwalerin. Ihr wünscht? Wir wollen uns erkundigen, ob die Stadt fähige Kämpfen für gefährliche Aufträge benötigt. Wir sind doch hier keine Söldnervermittlung. Fragt doch im Hafen nach, ob ein Kapitän euch mitnehmen will. Der Hetman schickt uns. Ihr habt doch schon alles, was ihr braucht. Und wieder draußen. Naja, komm. Nochmal. Wir brauchen Geld für einen wichtigen Auftrag. Das sagt hier jeder. Wenn ihr Geld fürs Essen braucht, dann fragt im Travia oder Perine-Tempel. Wenn ihr viel Geld braucht, dann fragt bei Störebrands Kontor. Na, dieser sehr abweisend. Wir wollen Bürger von Torwal werden. Ihr seid doch die Abenteurer, die der Hetman mit einer wichtigen Suche beauftragt hat, nicht? Nun, wenn eure Suche erfolgreich ist, dann seid ihr ganz von selbst Torwaler. Also ersparen wir uns die Formalitäten. Okay. Der Magistrat hilft mir nicht weiter. Vielleicht hätte ich zuerst zum Magistrat gehen sollen und dann erst zum Hetman. Aber wie dem auch sei, dann geht's halt jetzt weiter. Wo war das Zeughaus? Das Zeughaus war... Ah ja, hier, das ist das Zeughaus. Steh mir nicht im Weg, meine Gute. Ah, steh mir nicht im Weg, habe ich gesagt. Menschenskinder. Also dann, hier, Zeughaus. Und da ist wieder die Frage nach dem Brief. Ja, haben wir hier. Holla, das ist ja schon seit Jahren nicht mehr vorgekommen. Haben wir Krieg? Naja, nicht mein Bier. Mich zieht sowieso niemand mehr ein. Kommt mit, ich zeige euch die Waffen, die euch zur Verfügung gestellt werden können. Sucht euch aus, was ihr braucht. Ist alles frei bis zu einem Wert von 10 Dukaten. Aber denkt daran, dass er hier nur einmal reinkommt, egal wie viele Schreiben ihr noch bringt. Ruft der Mann euch noch zu, als ihr die Auslagen begutachtet. Das heißt, ich darf mich nur einmal hier ausrüsten im Zeughaus. Klingen liegen auf anderen Klingen. Ein alter Andergaster rostet in der Ecke vor sich hin. Eine soeben eingetroffene Ladung Torwaler Rundschilde wird vom Händler sorgfältig inspiziert, ehe er sich euch zuwendet. Ah, ihr seht aus wie Leute, die sich ihr Recht, Waffen zu tragen, von niemandem streitig machen lassen. Was darf es sein? Bei den 12, ihr habt wahrlich ein beeindruckendes Sortiment. Kennt ihr euch aus damit? Und ob? Ich bin erst vergangenes Jahr hergekommen, nachdem ich fette Beute an den Küsten des Horasreiches und in der Zyklopensee gemacht habe. 3 garetische Handelsschiffe aufgebracht, 2 Kulisker Freibeuter im Zweikampf besiegt.
Ist es denn die Möglichkeit, wir werden von einem wahren Helden bedient? Torvaler Mädchen trinken Bremer Feuer zum Frühstück. Torvaler Knaben erschlagen Walrösser, bevor sie zum Manne werden. Wir bringen Helden hervor wie Elfen Sänger. Imion, was sagst du dazu? Wir sind dankbar für diesen Einblick in euren Heldenmut. Wollt ihr noch handeln? Die Zwölfe sind mir heute wohlgesonnen. Mit solch einem Volke ist die Arbeit ein Genuss. Sicher hilft euch das hier weiter. Zur Waffenpflege benutzt man am besten echt Wehrheimer Rapsöl, Marke Eslamsduft und einen weichen Wolllappen. Okay, das schreibe ich mir mal auf. Mal sehen, ob es das auf dem Markt gibt. Waffenhändler. Ja. Genau, Waffenhändler. Ich glaube, der hat ein recht reichhaltiges Angebot. Moment mal gerade, also ich habe Guthaben 10 Dukaten. Ich würde gerne mal wissen, was ich überhaupt brauche. Also ich brauche natürlich eigentlich alles, was er hat. Aber so sinnvollerweise, Dringil trägt lediglich ein Stoffhemd. Das geht ja gar nicht. Du hast nicht mal eine Hose. Ach doch, eine Stoffhose hast du. Auweia. Hier bräuchte ich dringend ein Schild. Also ein Schild muss ich kaufen. Was machen die Magier eigentlich? Sie können natürlich mit dem Zauberstab Schaden machen, aber das ist ja dann Nahkampf, weil es sich um einen Speer handelt. Eigentlich würde ich die Magier ganz gerne auch mit einer Schusswaffe kämpfen lassen, aber welche nehme ich da? Was hast du für Kampfwerte? Schusswaffen 3, Wurfwaffen 6. Schusswaffen. 3 ist nicht wirklich viel. Aber ich glaube, es ging ja auch noch weniger. Oder? Attacke 6 minus 3, 3. Ah. Naja, gut, es ist schlecht. Achso, hier Dorun ist wesentlich besser. Mit den Schusswaffen. Also Dorun bekommt auf alle Fälle einen Bogen. Und du hast ja... Ach, was ist denn dein... Hier, du hast 20 Schuss. Was ist eigentlich, wenn ich das hier ausrüste? Ist das hier ausrüsten? Ah ja. Kann ich im Kampf eigentlich auch die Waffe wechseln? Ich glaube, das geht, oder? Irgendwie ist mir das so erinnerlich, dass das geht. Ja. Was ist mit dir? Kampfwerte. Schusswaffen 9. Also ich brauche auf jeden Fall 2 Bögen für Dorun und Gaskorin. Aber was mache ich mit den Magiern? Gebe ich denen auch Bögen? Die werden selten treffen. Aber immerhin besser, als nur doof rumzustehen und sich in den Nahkampf verwickeln zu lassen. Ja, ich glaube, das mache ich so. Und dann werde ich mal sehen, ob ich die Magier hier in der nächsten Zeit dann mal an den Schusswaffen ein bisschen besser ausbilde. Ich glaube, man darf als Magier auch keine metallenen Sachen tragen in DSA. War das nicht so? Das hieße, ja gut, ein Bogen, da ist nichts Metallenes dran. Höchstens die Pfeile haben vielleicht eine Metallspitze, aber ich glaube nicht, dass das diesbezüglich ins Gewicht fällt. Das hoffe ich zumindest. Also, was kaufe ich mir jetzt? Ich habe gesagt, ich will Bögen haben. Es gäbe auch noch die Schleuder. Die Schleuder zählt auch als Schusswaffe. Moment mal gerade. Schaden 3 bis 8. Da ist der Kurzbogen besser. Attacke minus 1. Attacke 0. Ja, ich nehme mal Bögen. Also ich brauche 1, 2, 3, 4 Bögen. Imion hat schon einen, also Bögen. Oh, ist das teuer. Anzahl. Auweia. Mein armes Gold. Dann brauche ich natürlich noch Pfeile. Jede Menge. Also eigentlich braucht jeder so ein 20er Packen. Also 1, 2, 3, 4. Also ich brauche 80 Pfeile. Was ist das hier unten eigentlich mit diesem Grün hier? Warum ist das hier unten grün? Jetzt. Moment mal, wenn ich jetzt hier den Zweihänder anklicke.
dann ist nur Merit grün. Warum? Warum können Magier keinen Bogen benutzen? Also so interpretiere ich das gerade. Warum geht das nicht? Okay, ich bin mal vorsichtig. Irgendwas hat das da unten ja zu bedeuten. Wobei, ich kann ja einfach mal... geh nochmal weg. Hier? Wie kann ich eigentlich... Wenn ich den jetzt nehme... wie kann... Achso, ich kann das wahrscheinlich so machen, oder? Jetzt hat Adrion den Bogen. Kann Adrion den Bogen benutzen? Adrion kann den Gegenstand Langbogen nicht benutzen, weil dieser für Magier nicht verwendet werden. Ah ja, okay. Alles klar. Dann, gut, dass ich das doch gerade gesehen habe. Also nochmal. Ganz genau. Und da die Einkäufe im Zeughaus noch ein wenig dauern werden, ist hier erstmal Schluss und weiter mit der Waffen- und Rüstungssucherei geht's dann im nächsten Teil. Bis dahin.